und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen richtig leckeren Walnusskuchen, der optimal zu dieser Jahreszeit passt. In diesem Kuchen habe ich Bananen eingefügt bzw. mitgebacken, damit der Kuchen eine richtig leckere, saftige Konsistenz bekommt. Am Anfang war ich auch etwas skeptisch, aber ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Rezept geht, dann müsst ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Wir kommen jetzt zu den Zutaten. Und folgende Zutaten benötigen wir für unseren Kuchen. Ich habe hier eine Packung Backpulver, 350 Gramm Weizenmehl. Außerdem benötigen wir 100 Gramm an Walnüssen. Wer keine da hat, kann natürlich auch Haselnüsse benutzen. Diese werde ich gleich fein mahlen. Dann brauchen wir noch 200 Gramm Butter, 100 Gramm Zimtzucker. Ich habe hier außerdem auch noch etwas Lebkuchengewürz hinzugefügt. Wir brauchen für die Glasur 200 Gramm Schokolade bzw. 200 Gramm Kuvertüre. Außerdem habe ich hier drei vollreife Bananen, welche ich gleich quetschen werde und diese in dem Zustand dann zu dem Kuchen hinzufügen werde. Vier Eier. Wir müssen das Eigelb von Eiweiß trennen. Eine Prise Salz. Und außerdem habe ich mir hier schon eine Kastenform vorbereitet. Die habe ich auch schon eingefettet. Diese hat die Maße 30 x 10 cm. Der Kuchen geht im Prinzip ganz schnell. Ich beginne einfach damit, die Eier zu trennen. Die Eier sind nun getrennt. Ich werde jetzt den Eiweiß mit einer Prise Salz schaumig aufschlagen. Mein Eischnee ist jetzt aufgeschlagen. Ich werde diesen nun in einen Teller geben. Somit muss ich die Schüssel nicht nochmal extra waschen und kann dieselbe Schüssel für die anderen Zutaten gleich weiterverwenden. Den lege ich jetzt einmal zur Seite. Butter habe ich jetzt geschmolzen soweit. Diese werde ich jetzt mit dem Eigelb und den Bananen, welche ich jetzt einmal mit Hilfe einer Gabel zermatschen werde, in eine Schüssel geben und dann gleich auch verrühren. Dazu gebe ich einfach die Bananen. Sowie die Butter und die Eigelbe in die Schüssel. Außerdem Zucker, Zimt und Lebkuchengewürz und das wird jetzt einmal gemixt. So, die Zutaten habe ich nun miteinander vermengt. Jetzt kümmere ich mich um die Walnüsse und dann kommt auch schon Mehl und zu guter Letzt Backpulver noch hinzu. Natürlich müssen die 100 Gramm ohne Schale sein, also man muss sich da 100 Gramm dann abwiegen. Ich hatte hier noch Walnüsse zu Hause gehabt und fände das schade, wenn ich diese entsorgen muss, bevor ich diese verwertet habe. Ich habe jetzt hier genau 100 Gramm Walnüsse gemahlen. Ich habe bewusst noch ein paar Stücke so da hinzugefügt und nicht alles komplett gemahlen, weil ich das auch ganz schön finde, wenn man beim Kuchen auch noch ab und zu was zum Beißen hat. Ich füge jetzt den Backpulver zu dem Mehl hinzu. Und diese beiden Zutaten dürfen jetzt einmal zu der Bananen-Butter-Mischung. Dazu gebe ich jetzt einfach die Walnüsse und die restlichen trockenen Zutaten hinzu, sprich Mehl und Backpulver. Jetzt wird alles kurz auf niedriger Stufe miteinander verrührt und dann zu guter Letzt gebe ich dann auch noch den Eischnee hinzu und somit könnten wir dann auch den Kuchen dann schon in den Backofen hineingeben. Mein Teig ist nun fertig. Ich werde diesen jetzt einfach in meine Kastenform geben. Übrigens habe ich meinen Ofen schon vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Der Kuchen wandert dann für 55 bis 60 Minuten in den Ofen hinein. Nach den ersten 15 Minuten werde ich den Kuchen einmal längs einschneiden, damit er richtig schön aufgeht und nicht von allen Seiten, sprich von den Nähten aus, platzt. So, nun gebe ich den Kuchen einfach in den Ofen hinein. Ich zeige euch dann gleich, wie der fertig gebacken aussieht. Meinen Kuchen habe ich jetzt exakt nach 55 Minuten aus dem Ofen geholt. Ich werde diesen nun auf ein Kuchengitter stürzen.
Meine Kuvertüre habe ich nun auch zum Schmelzen gebracht. Ich habe den Kuchen auf mein Kuchengitter gegeben und darunter einmal ein Backpapier gegeben, damit gleich, wenn etwas runtertropft, meine Arbeitsplatte nicht dreckig wird. Noch im warmen Zustand gebe ich dann einfach die Kuvertüre auf den Kuchen und so lasse ich den dann auch für 1 bis 2 Stunden abkühlen, bevor ich diesen anschneiden werde. Mein Kuchen ist jetzt abgekühlt. Ich werde diesen jetzt anschneiden und euch zeigen, wie dieser von innen aussieht. Dazu benutze ich ein Sägemesser. Damit kann man am besten durchschneiden. So sieht der Kuchen dann von innen aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen meines Videos. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr dies bereits noch nicht getan habt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal.